Hat das diese 2 Jahre gedauert, in denen eben auch in dieser Sendung und nicht nur hier Bürgermeister, Ministerpräsidenten darüber klagten, dass sie überfordert sind? Jetzt müssen Sie sich anhören, dass Sie damit auch Parteien groß gemacht haben, die sich jenseits der Mitte, der rechten Mitte oder der Mitte-Mitte befinden? Na gut, das würde ich jetzt erstmal als 2 getrennte Paar Schuhe begreifen, denn es ist ja, um das auch nochmal klarzustellen, mitnichten so. Und da haben wir ja Wahlforschung klar vorliegen, dass alle Wählerinnen und Wähler von rechtsextremen Parteien einfach nur unzufrieden sind und mit besserer Politik abzuholen. Wir haben einen steigenden Anteil von Menschen in unserer Gesellschaft, die geschlossen rechtsradikale Weltbilder haben. Lange ja, aber mittlerweile alles rechts ist. Also das ist evidenter Schwachsinn. Wir haben keinen Also es sei denn, man hat da die ganzen grünen Anhänger mitgezählt, die ich total toll finden. Wann vielleicht? Vielleicht. Aber ja, ich weiß, das hat Kühnert dann auch so komischen Studien, wie die beispielsweise von SPD-nahen Thinktanks wie der Friedrich-Ebert-Stiftung erstellt wurden, dass wir angeblich ein steigendes Problem mit Rechtsextremismus hätten. Nicht so viele wie die AfD wählen. Allensbach hatte ich schicke letztens Ihnen das gerne Gegenteil. Im Nachgang der Sendung einmal die Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung, die etablierte Mitte-Studie, die gibt es seit vielen Jahren. Ich hatte mir diesen Ausschnitt noch nicht angesehen. Das ist so genial. Ich sag noch, das hat er bestimmt aus dieser dämlichen Mitte-Studie von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Ich wurde mal auf Twitter tatsächlich angeschrieben, dass wir diese Studie mal zusammen auseinandernehmen. Ich habe das dann abgelehnt, weil ich das wirklich für so dumm hielt, was da drin steht. Aber schade, dass ich mir die damals nicht genauer angeguckt habe. Ich habe nur drüber geguckt und da wird gegen die Friedensbewegung gehetzt. Und ach, die wird in die rechte Ecke gestellt. Was ist das für eine schwachsinnige Propaganda? Brauche ich gar nicht genauer hingucken. Und das macht Günther jetzt, bringt genau diese Propaganda, die alles als rechts deklarieren soll, was nicht konform mit den Grünen geht, sei das jetzt Forderung nach Frieden oder nach der kritischen Migrationspolitik oder was auch immer. All das soll als rechtsradikal deklariert werden und mit dieser Propaganda kommt Kühnert hier jetzt. Es ist so dumm. Zu, die diese Zahlen rein erheben. Das heißt, wir müssen einfach mal anerkennen, es gibt für eine Partei wie die AfD ein Wählerpotenzial, ein verfestigtes, deutlich oberhalb der 5%-Hürde. Und meine persönliche Einschätzung ist schon noch, es gibt viele Menschen, die unzufrieden sind in dieser Gesellschaft. Und ich will nicht zuallererst immer zu denjenigen gucken, die die radikalste Entscheidung daraus ableiten und dann nun am Ende noch Demokratiefeinde wählen. Sondern es gibt ganz viele, die zum Beispiel nicht wählen gehen bei einer Wahl. Das schmerzt mich persönlich deutlich mehr, dass Leute sagen, für mich ist gar nichts im politischen Angebot dabei. Deswegen bleibe ich zu Hause. Das hat nicht bei allen, aber zumindest bei einigen durchaus auch was mit dem Thema Migration zu tun. Nun ist das mit der Frage von Rückführung beispielsweise, also wie kommen Leute wieder in ihre Heimatländer zurück, die hier keinen Bleibetitel haben. Eine komplexe Angelegenheit, weshalb jeder, der eine ganz einfache Lösung dafür anbietet, scheitern wird und den Leuten X für ein U vormacht. Wir haben gesagt, ein Großteil des Problems in diesem Bereich. Sie haben es erst mal lange nicht gesehen, war meine Frage. Nö. Und jetzt also nochmal, über Monate macht ein Ministerpräsidenten darauf aufmerksam, macht ein Bürgermeister darauf aufmerksam. Und aber es ist doch jetzt immer noch nicht, also es ist doch noch immer Sekunde, nicht gesehen. Es und jetzt müssen Sie ja das Problem nicht sofort lösen und müssen ja auch nicht sagen, Sie sollen sagen, dass Migration eine einfache Sache ist. Aber man hätte es ja sofort sehen können. Das war meine Frage. Seit 2015 aber wir müssen ja die Phänomenfelder einmal trennen. Die haben die Frage an Frau Wagenknecht eingeleitet mit der Frage nach den Abschiebungen, ob das dann bei ihr jetzt schneller gehen würde. Wenn wir über Abschiebungen sprechen, über Leute, die ausreisepflichtig sind, reden wir, selbst wenn ich die mit Duldung mit reinnehme, über zwischen 300.000 und 400.000 Menschen in Deutschland. Das ist ja jetzt erstmal nicht die Zahl, die seit Jahren dafür sorgt, dass wir in Schulklassen, auf dem Wohnungsmarkt und anderswo das ganz große Ausmaß an Kapazitätsproblemen haben, sondern wir haben ja über 70% Menschen, die haben einen Aufenthaltstitel hier. Die haben einen Schutzstatus aus guten Gründen zubekommen. Und ich sage das zumindest für meine Partei einmal klar dazu, dass wir Menschen Schutz gewähren, dass wir grundsätzlich uns dazu bekennen, dass Leute, die verfolgt werden und die jetzt in diesem Moment in einer schwierigen Situation sind, dass wir denen helfen. Nicht alleine, sondern mit Partnern in der Welt, in der EU, dass wir das verbessern müssen. Aber davon Olaf werden Scholz wir in großem nicht Stil Abstand nehmen. Aber Olaf Scholz ich mal in großem Stil kurz dazu abschieben. Was sagen. Sekunde, ich wollte Herrn Spahn mit etwas anderem konfrontieren. Nämlich tatsächlich damit, dass Sie gesagt haben, wir müssen notfalls auch physische Gewalt anwenden bei dieser Abschiebung. Aber können wir nicht mal in der Diskussion leben? Die können wir gleich machen, ich habe gar kein Problem mit meinem Zitat, aber eine Diskussion leben.
Ja, jetzt reden wir die ganze Zeit über Migrationspolitik. Können wir nicht mal über Außenpolitik, über Wirtschaftspolitik? Und auch dieser Begriff rechtsradikal, der wurde so, es wurde gar nicht definiert, worum es geht. Also, schade, ich hätte eigentlich mehr erwartet, wenn Beatrix von Storch und Wagenknecht dabei sind. Also, man muss die beiden über Wirtschaftspolitik debattieren lassen und nicht über dieses, ist die AfD jetzt ganz, ganz böse rechts? Ja, also das ist keine gute Fragestellung, sondern man muss wirklich über Wirtschaftspolitik debattieren. Dann kann man auch eine interessante Debatte bekommen.